tief in eine Wildnis. Als wir Juarez fanden, erwartete ich einen Kampf. Doch er sagte, er hätte nicht gewusst, dass der Colonel uns umbringen wollte. Er sei ebenso belogen worden wie wir. Ich weiß nicht, ob meine Brüder ihm glaubten, aber sie hatten ihm ohnehin nie wirklich vertraut. Außerdem hatte Juarez das Mädchen und würde uns zum Medaillon führen. Grund genug für Ray, friedlich zu bleiben. Die unterkühlte Anspannung auf der Reise jagte mir kalte Schauer den Rücken herunter. Seeing Father war der Einzige, mit dem ich reden konnte. Eines Nachts jedoch verschwand er spurlos. Wir hatten keine andere Wahl, als ohne ihn weiterzureisen. Tiefer in eine Wildnis, die zuvor kaum ein weißer Mann betreten hatte. Heute bekannt als Nationalpark. Und Hallöchen. Dann geht's doch direkt weiter. So. Klar, wir nehmen wieder Ray. Ich komme mit Thomas einfach nur nicht klar. Wie immer. Keine Spur. Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht haben ihn die Comanchen beim Pinkeln erwischt. Wenn es so wäre, dann wäre er schon tot. Lasst uns gehen. Wenn er noch lebt, holt er uns schon wieder ein. Und wohin willst du gehen? Ja. Kennst du den Weg zum Apachendorf? Zum großen Klagefelsen. Das hat er mir gesagt. Dort sind die Apachen. Siehst du? Wir werden sie finden. Wahrscheinlich kann man den meilenweit sehen. Sehen wir uns doch mal um. Begibt sich mit der Bruder zum Gipfel des Berges und untersucht dort die Gegend. Braucht ihr Waffen? Ja, Waffen. Können wir gerne mal gucken. Was haben wir denn da? Ein gutes Sharp. Nachladen langsam. Ja, Pfeil und Bogen. Also... Mit Sharp mit Zielfernrohr. Ja. Oh, das ist jetzt aber gemein. Was war denn hier noch? Wir nehmen das mit. Ha! So, alles klar. Thomas, geh mal an die Seite. Ich brauche nochmal mehr Waffen. So. Waffentechnisch. Sind wir voll. Sind wir überall voll. Alles klar. Jetzt haben wir auch eine anständige Flinte hier. Mit Zielfernrohr sogar. Da kannst du richtig schön Gas geben. Nimm meine Hand. Würde ich gerne. Wo bist du denn? Da hinten. Ich weiß, ich muss abnehmen dafür. Immer noch, Bruder. Worauf? Du hast mir noch nicht erzählt, woher du das über die Gewehre wusstest. Du redest zu viel. Und du redest zu wenig. Da. Der große Klagefels. Das muss er sein. Wir müssen an diesen Hügeln vorbei. Dann los. Und wir unterhalten uns später nochmal, Bruder. So, alles klar. Dann wollen wir mal zum großen Klagefelsen. Wir müssen den Pass umgehen und einen Weg über den Fluss finden. Deine Halbblüter brauchen wir nicht mehr. Aufgesessen und haltet die Augen offen. Nicht an dem Wagen bleiben! Oh, müssen. Ach, wir sollen es eskortieren. Man sagt, die Rott heute sind unsichtbar, bis sie dir die Kelle aufschlitzen. Nein. Die Schlitze von dir auf, die skalpieren. Sie schlitzen dich auf. Skalpieren. Pumpen dich voll auf Seil. Hacken dich den Schädel auf. Was
Was soll das? Irgendwelche Rangs zu machen. Sieht aus, als wäre mir das schon gelungen. So. Indianer, dort im Gebüsch. Ich kann nicht sehen. Stopp die Wagen. Was habt ihr gesehen? Im Wald. Ich habe einen gesehen. Amigos, wollt ihr mal nachsehen, was Pancho solche Angst gemacht hat? Ray. Bailon. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Indianer, schon klar. Ein scheiß Vogel war das. Deine Leute können wohl einen Mann nicht von einem Vogel unterscheiden. Ich sage euch, die sind hier. Ich kann sie riechen. Und ich kann riechen, wie sich gerade jemand in die Hose macht. Ganz ruhig, Amigo. Wir müssen vorsichtig sein. Los, weiter! Ja. Schöne Gatling hinten drauf. Mach das nicht nochmal. So. Da. Da, seht ihr? Erledige ihn, Pascha. Knall den Wunder ab. Hey, Amigo, gibt es keine Indianer? Hab ich nie behauptet. Nur, dass sich jemand in die Hose gemacht hat. War ja auch so. Komm zurück, Pendejo. Er wird seinen ganzen Stamm herbringen. Aufgesessen, Amigos. Bewegung. Wir müssen schnell über diesen Fluss. Ray, komm wieder zurück. Ja, wir müssen schnell über diesen Fluss, ne? Aber der stehen bleiben oder was, ne? Ich wollte nur mal gucken, ob vorne schon irgendwas da ist. Ist momentan hier gar nichts. Oh, ich fahre aber auch einen langsamen Zahn, das gibt's ja gar nicht. Safe, kommt. Nicht so schnell. Madre, was machen wir jetzt? Ja, der steckt fest. Pancho, beweg deinen Arsch. Hey, Amigos, kann einer von euch vielleicht mit anfassen? Los jetzt. Da kommt und alle gleichzeitig. So, den haben wir. Die anderen jetzt. Ja, es ist schön, wenn man hier ein bisschen von der Weite alles machen kann. Da runter.
Was soll man denn runterschießen? Oder was? Ich hab den nur mehrfach perfekt getroffen. So, wenn die so nicht wollen, dann machen wir es eben so, ne? Komplett sauber. Area clear. Oh, das heißt, die Karre wieder auf dem Dreck rausziehen. Wo ist der andere Wagen? Keine Ahnung. Ist über den Fuß abgehauen. Der Bruder hat wohl Angst gekriegt. Oder ihn sind die Pferde durchgegangen. Wir müssen ihn nach. Geht alleine, weil ja. Während wir den Wagen rausschieben. Los! Alter, du hast mein Gaul, du Arm. Wir müssen uns wohl trennen. Rette du, William. Ich folge dem Mädchen. Wir treffen uns beim Wagen. Enttäusch mich jetzt nicht, Thomas. Nach links. Los, los, los. William? William? Oh, Gott sei Dank. Ich bin weggelaufen. Hab sie allein gelassen. Thomas findet sie schon. Wir treffen uns beim Wagen. Bleib bei mir und tu, was ich dir sage. Schnell. Folge mir. Bleib dran. Ich würde sagen, sauber, ne? Die haben wir gerade eiskalt da weggeholt. Das Gewehr hat schon was. Ach komm, Bruderherz. Hopp. Verdammte Diebe. Was ist passiert? Die Rothäute haben den Wagen. Komm weiter. Und Thomas? Wir sollten hier auf ihn warten. Wir haben keine Zeit. Wir werden sie schon finden. Ja, also müssen wir die jetzt wieder finden. Versteck dich! Ja, hier kommt mal wieder das Fuß wahrscheinlich nicht hoch. Na, hallo, wie kommt man jetzt hier hoch? Willst du mich jetzt verkackeiern oder was? Da komm ich nie hoch.
So, alles klar. Ah, komm, den kriegen wir auch noch. So, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Jetzt können wir weiter. Ich finde, dass hier irgendwo einer ist. William, versteck dich! Na. Wo ist der nächste? Allen Seiten. Los, weiter. Irgendwas oder wer schießt da jetzt hier noch nicht? Egal. Solange mich nicht trifft, ist mir das egal. Weil alles, was wir hier nicht einstecken müssen, überhaupt Pech gehabt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die anderen beiden sind. Psst. Sag schon. Kann sein. Das musst du nicht. Im Moment braucht Juarez mich und Ray, um sicher hier rauszukommen. Aber du weißt doch, dass ich dich beschütze. Ich denke, sie hat schon einen guten Beschützer. Ich hab doch gesagt, du sollst mich nicht enttäuschen. Ray? Was machst du hier und nicht beim Wagen? Den Wagen haben sich die Comanchen geholt. Also können wir zurück zu Mendoza gehen. Ja, aber wozu? Wegen der Gewehre. Die Apachen geben uns das Medaillon dafür. Weißt du noch? Ah, diese Gewehre. Die Gewehre, die wir nicht haben. Oh, gehen wir. Oh. Hoffen wir jetzt mal, dass wir doch noch irgendwie aus der ganzen Sache herauskommen, weil echt hat er ja, ne? Das mit der Jungen dürfen wir jetzt nicht mehr kriegen, weil Gewehre haben wir nicht mehr. Zu viel Tauschhandel. Die Apachen brauchen jetzt keinen, weil sie haben... Verstecken! Alles klar. Ich hab's mal aufgeräumt. Ich würde sagen, wir haben alle. $16. Oh, schickt mir mehr Apachen. Die sind ja gar nicht so arm, wie sie immer so behaupten. Ja, ja, da rennen wir jetzt mal wieder. Da sind noch welche. So. Ich dachte, ihr wärt tot, genau wie meine Männer. Ihr beiden seid echt zäh. Schon das zweite Mal, dass ihr meine Marisa rettet und ich euch für Comanchen halte. Wo ist mein Wagen? Den haben die Comanchen. Vielleicht lassen sie uns jetzt in Ruhe. Hört zu, mein Freund. Danke, dass ihr meine Frau gerettet habt. Aber jetzt müssen wir den Wagen finden. Darauf befinden sich 100 Gewehre. Oh, verdammt. Weit können sie nicht gekommen sein. Auf die Pferde, Amigos.
Zumindest werden sie wohl kaum versuchen, ihre Spuren zu beseitigen. Schneller! Ja, da kommt. Ich renne jetzt einfach mal vor. Und säuber schon mal den Weg. Ansonsten, wir machen an dieser Stelle jetzt einmal einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.